Wir sind in der neuen Eventwoche und es gibt endlich wieder ein neues Fahrzeug. In der letzten Folge haben wir den neuen Baller STD getuned. Der war auf jeden Fall wirklich unerwartet gut, vor allem die Performance. Aber heute der neue D-Class Impala SZ für 1,28 Millionen. Ein wirklich ordentlich schöner Wagen. Und ich muss sagen, dieses Logo hier, ich weiß nicht warum, aber das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir bestellen den uns in einem schönen, was nehmen wir denn? Ich nehme ein Gelb, weil ich will den Wagen sowieso in Gelb machen. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Wir bestellen den hier in unserer Autowerkstatt, wie immer. Und dann sehen wir uns, wenn er mal ankommt. So Leute, da haben wir den. Sieht in Person sogar noch schöner aus, muss ich sagen, als auf der Internetseite. Also hat was. Sieht einfach aus wie jedes standardmäßige Fahrzeug, was auf der Straße rumfährt. Aber vielleicht können wir hieraus was Geiles machen. Ich würde sagen, wir fahren sofort in unsere Werkstatt. Okay, Bremsen natürlich standardmäßig. Frontstoßstange. Oh, okay. Nur zwei Optionen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit Lüfter. Okay, das sieht schon mal ganz anders aus. Und Türing. Bisschen enttäuschend, muss ich leider sagen. Aber okay, dann nehmen wir mal die Türing-Stoßstange. Die Heckstoßstange auch nur zwei. What the hell? Keine Stoßstange und Touring. Dann hier auch Touring. Okay, sehr interessant. Also ich hätte wirklich mit mehr Optionen gerechnet. Bisschen enttäuschend. Okay, bei den Auspuffen haben wir zumindest ein paar. Ich schrubbe auf Gaspedal, damit wir so den Rauch wegkriegen zwischendurch. Okay, jetzt sieht man natürlich, warum sieht man den Auspuff nicht mehr vernünftig. Naja, egal, ihr seht den glaube ich trotzdem noch da unten. Wir haben das große Endrohr, verschiedene Optionen. Jetzt haben wir mal das erste Vernünftige, was so mal sich abhebt. Und zwar Druckrohre. Hohe Seitenauspuffe. Oh, die eckigen. Die sehen leider nicht so gut aus. Titan und Drag. Die sind vorne. Ich muss leider sagen, dass mir die Druckrohre am besten gefallen. Weil es sich einfach abhebt. Ist mal was anderes. Frontdiffusor. Carbon Canards. Carbon Splitter. Und Splitter mit. Das hätte ja gar keine Option. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Das ist voll enttäuschend. Das ist wie diese. Wirklich wie diese Fahrzeuge, die man auf der Straße findet, wie diese Release-Fahrzeuge von GTA. Es hat nichts fast. Es ist so enttäuschend. Dann nehmen wir einfach mal die Carbon Canards. Sonst wird es ein bisschen zu viel. Kühlergrill. Haben wir einmal die Chromstangen, den lackierten. Chrom und klassisch. Es sieht gerade einfach aus wie ein Taxi von hier. Ach, ich weiß nicht. Also ich würde es einfach so lassen. Ich würde den Chrom nochmal hier ein bisschen mehr hinzufügen. Scheinwerferoption hat der aber, die farbigen. Warum auch immer. Okay. Jetzt die Motorhaube, auch nicht viele Optionen. Also ich weiß, wir haben viele verschiedene Sachen, die wir verändern können, aber immer nur ein paar wenige Optionen. Das verstehe ich gerade nicht ganz. So, dann haben wir einmal die hochgestellte Motorhaube. Die Motorhaube mit Doppeleinlass, das sieht schon mal sehr nice aus. Die Sportmotorhaube, die niedrige Buckelhaube mit Armaturen und dann nochmal die... Also ich mag das leider nicht, wenn das so hoch schaut. Deswegen nehmen wir immer die Sport oder die mit Doppeleinlass. Ich würde sogar die mit Doppeleinlass nehmen. Also das ist ja auch mal sehr interessant. Dann die Designs schauen wir uns am Ende an, wie immer. Heckdiffusor, okay. Wieder nur drei Optionen. Sportdiffusor, okay. Alles klar. GT-Diffusor, ich hätte nicht gedacht, dass es noch krasser wird. Und Wheelie-Bar mit Fallschirm. Ja, moin, Alter. Okay. Ich muss ehrlich sagen, dass die alle richtig, richtig hässlich sind. Deswegen würde ich jetzt davon absehen. Auch wenn es so... dass das Fahrzeug nochmal auf ein neues Level abhebt, bin ich kein Fan davon, leider. So, die Sonnenblenden können wir noch eine machen in der Primärfarbe. Den Spoiler, okay. Na, ein paar Standardoptionen. Niedrige Spoilerlippe, Entenschwanz-Dings. Okay, die schaut sehr nach oben. Ich dachte, die wäre kleiner. Den Sportflügel, so ein standardmäßiger Track und Dragster. Dann nehmen wir den Sportflügel, der gefällt mir doch am besten dann. Die Federung immer tiefer legen, muss sein. Getriebe machen wir voll, Turbo machen wir voll. Reifen machen wir am Ende. Fenster bisschen dunkler. So, als letztes schauen wir uns noch die Designs an. Hier haben wir 13 Stück an der Zahl, beziehungsweise 12 Stück. So, wir haben Pinstriping. Das sieht aus wie so Spinnennetze mäßig. Die haben wir nur oben drauf, aber an den Seiten nicht so richtig. Ah, doch, ein bisschen vorne hier. Haben wir hinten noch was. Da ganz unten noch. Okay, da ein bisschen doch ist dann noch da. Dann haben wir den Exorbed. Okay, das ist schon mal sehr viel. Das ändert das Fahrzeug direkt sehr krass. Klassische Streifen, ja, ist einfach, ne? Einfach so Muscle Car Streifen, wie man die kennt. Streifen mit Geisterflammen, so rot und unten an den Reifen haben wir nochmal so schöne Flammen. Dann haben wir noch den roter Halbton, einfach die Hälfte des Fahrzeuges ist rot, auch sehr interessant. Jekyll Race Car Track Sponsor, ein bisschen Text überall. Die Class Halbton, okay, da haben wir... Das Fahrzeug ist hauptsächlich schwarz und dann können wir noch die Farbe von ein paar Details bestimmen. Blaue Dragster Flammen, ja, eher nicht erstmal. Dann haben wir lila Dragster Flammen. Die gehen von so einem Gelb auf so ein Lila über. Und dann haben wir weißer Dragster Killer. Was? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Warum gibt es dieses Design nicht im Normal ohne Blut?
Und dann nochmal in Schwarz. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay, dann würde ich sagen, suche ich jetzt noch eins davon aus, ändere noch die Farbe vom Fahrzeug und dann sehen wir uns draußen wieder. Ich lasse euch mal wieder überraschen und ich würde sagen, bis gleich. Okay Leute, da sind wir draußen und das ist der Impala ZX, den ich habe. Sieht aus wie ein Taxi, steht jetzt im Chat und ja, das stimmt leider. Aber ich finde es sehr nice geworden. Ich habe das schlichte Design gewählt und das Gelb, was wir schon vorher drauf hatten, habe ich mit einem Orange gewechselt, damit es nochmal etwas kräftiger ist. Dann noch diesen schönen Perleffekt vom Renngelb und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Dann haben wir noch hier den Impala, den... Ja, das ist der gemoddete Impala von Dead Angel. Dann haben wir noch einen schönen Tailgater. Dann würde ich sagen, testen wir den ganz mal. Dann würde ich sagen, testen wir den Lachs mal auf die Wheelie-Fähigkeit. Ist ja auch ein Muscle Car. Da muss auf jeden Fall was Gutes dabei sein. Es ist kein Muscle Car. Oh mein Gott. Ich war so davon überzeugt, dass es ein Muscle Car ist. Ist eine Limousine. Okay, dann würde ich sagen, testen wir den mal. Jetzt kommt Kev mit dem Taxi. Ja, okay, ich habe verstanden, dass meins aussieht wie ein Taxi. Okay, dann einmal so ein kleines Drag Run zum Test. Und dann würde ich sagen, oh shit. Oh shit, Moment. Nochmal. Ich sehe mal dieser dumme Fehler, das nervt mich sehr. Einmal, um die Geschwindigkeit so für uns zu testen. Und wie er sich fährt. Ey! Ey! Oh mein Gott. Okay, das war es dann mal wieder komplett. Dann, während die anderen wegfahren, mache ich das mal nochmal hier für mich. Also mal einen guten Start zu machen. Und einfach mal so schauen, wie es sich auch von der Geschwindigkeit her anfühlt. Ist mir gerade wichtig. Ich muss ehrlich sagen, der Wagen fühlt sich so langsam an. Es ist nicht das, womit ich gerechnet habe. Und ich dachte wirklich, es ist ein Muscle Car. Allein wegen dieser Option mit der Wheelie Bar und sowas. Warum soll ich hier drauf eine Wheelie Bar machen? Es macht einfach keinen Sinn. Da hat wieder Rockstar komplett reingehauen, wirklich. So wenige Tuning-Optionen. Der Wagen ist sehr enttäuschend für Leute, die diesen Impala lieben. Ja, also freut mich, dass der endlich im Game ist. Aber, naja, ich weiß nicht. Also, es ist eine Enttäuschung. Es hätte zumindest ein Muscle Car sein müssen. Für die Wheelies und sowas. Aber jetzt hat der irgendwie gar keine Funktion. Da haben wir uns wieder versammelt. Und ja, dann würde ich mich ehrlich gesagt an dieser Stelle auch schon verabschieden. Der Wagen hat leider nicht so viel zu bieten. Es ist leider eine Enttäuschung. Naja, ich hoffe, dass die nächsten Fahrzeuge besser werden. Vor allem dieser Polizei Gaunted Hellfire. Und damit, an dieser Stelle, würde ich mich verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. So Leute, mir ist eigentlich leider total nach der Aufnahme erst aufgefallen, dass ich gar nicht geguckt habe, ob man diesen Wagen tiefer legen kann. Oh, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich mache das mal kurz für alle Seiten und danach sehen wir uns. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen. Wir sind sofort wieder zurück. So Leute, nach all den Bemühungen habe ich mit der Hilfe von Dead Angel MJ, muss ich sagen, geschafft, den Wagen endlich tiefer zu legen. Ich traue mich nicht mal einzusteigen, weil ich das Gefühl habe, dass er direkt explodieren wird. Aber wie ihr hier sehen könnt, der Wagen ist sehr tiefer legbar. Hat man sowas? Leider ist der vordere linke Reifen geplatzt. Ich weiß nicht wie. Ich habe ganz normal in die Mitte geschossen. Aber ihr könnt sehen, das ist halt wirklich krasses. Also den kann man ja so tief legen und das sieht einfach so gut aus. Also schaut mal, wie der Reifen da durchschaut. Das ist schon heftig. Deswegen an der Stelle. Wenn ihr den so tiefer legt, dann sieht der Wagen wieder sehr, sehr geil aus und hebt sich extrem ab. Aber okay, Leute, das war es mit dem Video. Man kann ihn also auch tiefer legen. Sieht sehr, sehr nice aus. Kann ich euch nur empfehlen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao.